Überweisungen, Diagnosen, Behandlungsanweisungen. Gleich mehrere Dokumente sind im Krankenhausalltag zur Pflege eines Patienten notwendig. So auch bei der Diakonie in Südwestfalen. Da die alte Druckerflotte den gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht wurde, bestand hier dringender Handlungsbedarf. Unsere Systemumgebung, unsere Druckerumgebung war sehr heterogen. Das heißt, wir konnten es zeitlich gar nicht mehr schaffen, diese Systeme alle zu warten. Das war der Grund, weshalb wir einen Partner gesucht haben, um eben diese Reparaturen, aber auch die Betreuung, den Service unter einen Hut zu bringen und wir den Mitarbeiter entsprechend anders einsetzen konnten. Diesen Partner fand die Diakonie in der Hees Bürowelt. Gemeinsam entwickelte man ein Optimierungskonzept, dessen Ziel war es, insbesondere die Verfügbarkeit der behandlungsrelevanten Informationen zu verbessern. Also das Thema war, wie bekommt die Diakonie die analogen Patientenakten möglichst schnell in ihr Krankenhausinformationssystem. Und wir haben eben dann gemeinsam eine Digitalisierung vorgenommen. Mit der Einbindung der Kyocera-Systeme an den Scan-Workflow der Diakonie können Patienten- und Behandlungsinformationen einfach, schnell und sicher digitalisiert werden. Dies vereinfacht die Arbeit des Pflegepersonals erheblich. Der Patient kommt, bekommt bei der Aufnahme einen Barcode. Dieser Barcode wird auf die Unterlage aufgebracht und dann anschließend über das Scan-Modul in die Patientenakte eingescannt. Durch diese elektronische Patientenakte realisierte man gleich eine Reihe von Vorteilen. Zum einen wird die Verfügbarkeit von patientenbezogenen Informationen abteilungsübergreifend sichergestellt. Da somit Fehler durch eine falsche Zuordnung vermieden werden, erhöht sich die Behandlungsqualität. Zudem lassen sich aufbewahrungspflichtige Altakten bequem digitalisieren und archivieren. Davon profitiert auch das Personal. Die Lösung, die ist sehr gut angenommen worden. Nicht nur bei dem ärztlichen Dienst natürlich, auch bei der Pflege, bei den Funktionsdiensten, auch bei den Verwaltungsmitarbeitern. Um darüber hinaus die Administration zu entlasten, übernahm die Firma Hees Wartung und Service der gesamten Flotte. Bei Tonerengpässen erhalten die Mitarbeiter der Firma Hees eine automatisch generierte E-Mail, die über Tonerengpässe informiert. Wir haben dadurch eine sehr hohe Kundenzufriedenheit erreicht, dadurch, dass natürlich Drucker innerhalb kürzester Zeit repariert werden, dass auch Störungen bereits bekannt sind, dass Zählerstände der Drucker bekannt sind, also das heißt, Toner wird automatisch bestellt, der Mitarbeiter braucht sich gar nicht mehr drum kümmern. Das ist ein erheblicher Vorteil. Ein weiterer Vorteil: Durch das Projekt konnte die Diakonie in Südwestfalen auch ihre Klimabilanz verbessern. Also wir setzen ja nur Original-Kyocera-Toner ein, der klimaneutral ist. Das heißt, der CO2-Bedarf, den wir benötigen, wird durch Projekte, wie spezifisch in diesem Fall für Kocher in Kenia, kompensiert. Und so können wir gemeinsam mit unseren Kunden CO2 einsparen. Auch Rita Balve-Epe ist mit den Ergebnissen des Projekts mehr als zufrieden. Das Fazit des gesamten Projektes ist einfach durchgängig gut. Die Entlastung ist zu spüren. Wir können uns auf andere Dinge konzentrieren.